Hallo und herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute bin ich wieder im Wald unterwegs und ein bisschen Makrofotografie wollen wir heute noch wieder mal machen. Und ich habe auch mein schönes Höckerchen mit, da sitze ich gerade drauf. Und hier habe ich schon so eine kleine Blumenwiese. Ich drehe das mal rum. Ja, also hier ist alles voll. Und das zieht sich dann bis hinten hin zum, ja, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen reingehen in den Wald. Heute habe ich ein anderes Stativ dabei. Und zwar auch ein von Zetos, ja, auch eins von KNF. Aber es hat dünnere Beine. Und mein Gedanke ist, wenn ich das verkehrt umdrehe und ich müsste jetzt Boden arbeiten, dass ich durch die dünnere Beine ein bisschen mehr Arbeitsraum habe, also flexibler bin. Ich denke mal, das ist ein Riesenvorteil. So, heute haben wir dabei, ich filme mal mit dem Pocket und heute habe ich den Blitz drauf, einen großen Diffusor und ein Zwischenring, das Makroobjektiv und den Rhinox habe ich auch dabei. Den habe ich in der Tasche. Und letztes Mal habe ich ja gesagt, den habe ich geschraubt, das habe ich gar nicht gezeigt. Ja, ich habe den klemme ich nicht mehr, sondern den schraube ich. Und ich habe hier ein Step-Down-Ring bestellt, also kein Step-Up-Ring, sondern ein Step-Down-Ring, weil ich muss von 52 mm runterwärts auf 34 mm. Ne, 43. 52 auf 43 ist das. Ja, halb bestellt und das finde ich ganz gut, ist ein bisschen praktischer, weil ich, wenn ich den vorne drauf schraube, kriege ich meine Sonnenblende vorne wieder drauf. Und gerade wenn ich jetzt mit dem Blitz arbeite, dass ich also da im Bild nicht irgendeine Leuchtspur vom Blitz drin habe, sondern dass es durch die Sonnenblende ein bisschen abgeschattet wird, sagen wir es mal so, ja, damit das Bild ein bisschen sauber wird. Denke ich mal, dass das ein bisschen hilft. So. Eingestellt habe ich den Blitz. Na, ich drehe das mal um. So, eingestellt habe ich den Blitz auf manuell. Und je nachdem, wenn es überblitzt ist, dann schraube ich das runter in 1/128 oder ich gehe auf 1/16. Da fahre ich eigentlich immer ganz gut. 1/16. So, ne, das ist 1/8 schon. Ja, so. So lasse ich meistens stehen. Aber wenn das eben halt zu stark ist, gerade wenn ich mit Rhinox reingehe, dann kann es passieren, dass ich dann auf 1/128 hochgehe. Und dann sieht das eigentlich noch sehr gut aus. Ja, ich gehe also nicht auf TTL, sondern ich mache das eben halt manuell. Und ja, komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Und ich muss gucken, dass mein Mikrofon noch so bleibt, wie es sein soll. Komme ich ganz gut mit zurecht und habe ich eigentlich gute Ergebnisse erzielt. Ich habe jetzt schon auf dem Hinweg ein paar Bilder gemacht und gerade mit so Insekten und Schmetterlingen mit einem Rhinox vorne drauf. Die blende ich euch jetzt einmal ein und ich würde sagen, ich suche mir jetzt ein paar schöne Motive hier raus und dann hören wir nochmal. Also, bis gleich. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light.
darling. We could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Oh, hey, darling, when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. City, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count.
So, ich habe jetzt mir mein Fernauslöser geschnappt und hier ist so ein Baumstamm und an so einem Baumstamm kriege ich natürlich tausende von Motive. Macht natürlich riesen Spaß. So, ich mache mal kurz das Video mal an. Es kroppt jetzt natürlich ein bisschen rein, ne? Also, so wie das jetzt hier seht, so ist jetzt mein nächstes Motiv und ich werde jetzt ihr seht, ich drehe jetzt hier am Fokusring und also ganz, ganz minimal und so werde ich jetzt mein Bild auch machen. Das heißt also, so wie ich jetzt am Fokusring drehe, so werde ich auch ein Stacking jetzt machen, also manuelles. Ja, also es ist wirklich nichts Schwieriges. Ich verschiebe jetzt den Fokus immer ein bisschen und den Blitz habe ich jetzt eingestellt auf 1/256 ISO 100 und so, mal gucken. Ja, der übernimmt ja die Daten von der Kamera. ISO 100 f5, weil unter 1/60 kann ich natürlich nicht gehen. So, und jetzt drehe ich euch um und ich nehme euch jetzt einmal live mit, wie ich den wie ich das manuelle Stacking jetzt mache. So, nein, andersrum. So. So, ihr seht jetzt also hier mein Bildausschnitt. Ja, ich bin ein kleines bisschen unterbelichtet. Und wenn ich jetzt am Fokusring drehe, dann seht ihr, dann verlagert sich das Bild nach hinten hin. Und ich will es also bis hier hinten hin scharf haben. Hier vorne werde ich jetzt das erste Bild machen. Also, ja, so. Und ja, dass das hier scharf ist, das andere ist unscharf. Und dann mache ich jetzt mein erstes Bild. Zack. Und ich glaube, wir können noch ein bisschen runtergehen mit der Belichtung. So, jetzt verschiebe ich ganz minimal den Bild und den Fokus. Ihr seht es ja, also jetzt ist hier ein bisschen mehr, hier ist ein bisschen mehr eine Schärfe. Jetzt mache ich mein nächstes Bild. Zack. Und jetzt werde ich wieder ein bisschen den Fokus drehen, den Fokusring drehen. Das sind immer noch Millimeter. Dann mache ich jetzt mein nächstes Bild. Zack. Und jetzt drehe ich wieder minimal. Ja, ihr seht also, ja, es verlagert sich nach hinten. Nächstes Bild. Und so. Nächstes Bild. Und nächstes Bild. Ah ja, seht das, ne? Dass das hier wird immer mehr unschärfer. Hier geht es mehr in die Schärfe rein. Und machen wir wieder ein nächstes Bild. Und nächstes Bild. Und nächstes Foto. So, jetzt sollte das eigentlich reichen. Hier machen wir noch eins. So, und
dann sollte das eigentlich reichen. So. So, ihr habt also gesehen, also es ist nicht schwer. Ja, man kann auch manuelles Stacking machen, also du brauchst nicht zwangsläufig eine Kamera, die jetzt dieses automatische Stacking mit drin hat. Zumal ich auch gerne mit manuellen Objektiven arbeite und dann funktioniert das automatische Stacking sowieso nicht, weil da brauche ich ja einen generellen ALF. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumgehen, mal gucken, was ich mir noch so Schönes hier sehe. Ich habe jetzt hier übrigens nur ein das Makroobjektiv noch drauf gehabt und nur ein Zwischenring, ein 32er. Also den Rhinox habe ich jetzt nicht drauf gehabt. So, aber ich werde jetzt hier nochmal gucken, was ich hier noch so Schönes sehe. Und dann mache ich nochmal Bilderchen und dann hören wir nochmal. Also, bis gleich. So, ich sitze jetzt hier auf mein Höckerchen und hier am Wegesrand hier unten, also hier, da sind noch so vereinzelte ganz, ganz kleine Blumen, die siehst du eigentlich mit bloßem Auge kaum. Die sind wirklich sehr, sehr bodennah. Ja, die werde ich jetzt nochmal mitnehmen und dann verabschiede ich mich auch heute. Heute nicht so viel Video gemacht, aber viele Bilderchen gemacht. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung mit den Blitz, muss ich sagen. Also Blitz und den Makro und Zwischenring und Rhinox. Ich sehe natürlich hinterher nicht mehr in der Bildauswertung, ob der Rhinox drauf war oder nicht drauf war, weil diese Daten werden dann nicht übertragen. Ne? Also ich werde wahrscheinlich dann nur Makro einblenden, weil das müsst ihr auch wirklich selber rausfinden. Ich habe teilweise den Rhinox abgemacht und teilweise den Rhinox drauf gemacht. Also das war so wechselmäßig. Und weil mit den Zwischenringen, mit einem Zwischenring, ich habe einen 85 mm Makro APS-C drauf von Nikon und habe einen 32 mm, warte mal, muss ich mal gucken, 32, 36, warte mal. den 20 mm sogar, den 20 mm sogar nur Zwischenring drauf. Und da kommst du wirklich schon sehr nah dran, also das muss ich schon sagen. Und gerade bei Insektenfotografie, was ich heute also wirklich viel gemacht habe, da ist auch viel, viel Ausschuss dabei. Ich habe über 1000 Bilder gemacht, ich glaube die Hälfte Schrott, weil ich habe das alles aus der Hand gemacht und da ist natürlich Dauerfeuer angesagt. Und der Blitz, der geht ganz gut mit, muss ich sagen. Also man könnte auch ein Stacking machen, wenn ich die Einstellung beibehalte, ein 16.
Da komme ich ganz gut zurecht. Und wenn es über Blitz ist, gehe ich auf 1,28, 1,256. Das ist auch sehr, sehr gut. Und da kannst du auch ein Stacking machen und der Blitz, der ist wirklich flott. Und der ist akkubetrieben, also wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich muss mir noch ein Video machen über die Auswertung der Bilder. Gerade in diesem Makrobereich. Was da so meine Meinung ist, weil ich sehe es ja immer erst hier auf dem kleinen Monitor der Kamera und auf dem großen Monitor am Rechner sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. So, meine lieben Liebenden. Ja, mir geht es wieder einigermaßen gut. Also ich war sehr, sehr stark erkältet, aber das wird das wieder sehr, sehr warm, muss ich sagen. Also es ist sehr angenehm und da lohnt es sich natürlich auch rauszugehen. Ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Makros und ich würde sagen, geht raus, macht Fotos, macht Bilderchen. Das Wetter ist angenehm, die Vögel zwitschern im Wald, unglaublich tausende von Motive. Ich gehe gerne in den Wald rein, weil das sehr abwechslungsreich ist. Ich kann also von einer Makrofotografie bis zur Landschaft und Naturfotografie alles machen im Wald. Und ja, das ist so Energietanken. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bleibt mir schön gesund und ich wünsche euch was.